September we met. I can tell by your smile. Ja, hi, liebe Freunde vom Blockhaus. Ich habe hier Len Kudrawicki. Ihr kennt ihn vielleicht von der Serie Vikings. Mir war sie eher noch unbekannt, aber ich freue mich, dass auch er auf der ED 1000 die Strecke, die 1000 Kilometer meistern möchte. Und jetzt möchte ich halt wissen, fährt er schon elektrisch oder eben nicht? Wie sieht's aus? Bist du sonst auch elektrisch unterwegs? Ich bin ganz leidenschaftlich elektrisch unterwegs. Ach, das ist schön. Und das schon eine ganz schöne Weile. E-Bike schon lange. Und dann, nachdem ich mit dem E-Bike von Berlin nach Kroatien zum Drehen gefahren bin, habe ich dann das Jahr darauf mit Corona, wie gesagt, okay, mit dem E-Bike kann ich das jetzt nicht machen. Also wie kann man anders elektrisch fahren? Mit dem Elektroauto. Und großer Spaß. Welches Fahrzeug fährst du denn? Also ich fahre privat den Kona und steige jetzt um auf den Ioniq 5, weil der ist wirklich sehr, sehr sexy. Ja, in unserer Community haben viele Kona-Fahrer den Ioniq 5 also wirklich geliebäugelt. Der Kona ist ein sehr zuverlässiges, lästiges Fahrzeug gewesen und der Ioniq 5 sehr spannend, neu aufgesetzt. Also das freut mich. Und dann höre ich ja, du bist dann also mit dem Kona nach Kroatien gefahren. Das ist ja nun nicht eben Katzensprung. Nein, das sind 1400 Kilometer. Ich fahre die ganz entspannt immer in 3 Tagen. Dann habe ich so drei Etappen. Ich verbinde das ja immer als Pate von UNICEF, dass ich in Kroatien zum Beispiel letztes Jahr das Erdbebengebiet besucht habe und sammle Geld für die notdürftigen Kinder dort. Und das mit Elektromobilität macht auch Sinn. Ja. Klimaschutz und Unterstützung von Kindern ist für mich eine wichtige Kombi. Ja. Und da ist der Kona tatsächlich wirklich, der hat da seine Dienste geleistet. Und das Netz an Elektromobilität und an Ladesäulen ist bis Kroatien komplett ausgebaut. Da gibt es keine Lücke, wo man das Gefühl hat, wäre jetzt besser gewesen, wenn ich die Ladesäule genommen hätte. Oder so. Ja, weil das haben ja auch viele, wenn die gerade Urlaubsreisen oder so planen und ins Ausland gehen, sind die doch ein bisschen abgeschreckt, wie funktioniert das Ganze im Ausland. Und Kroatien ist halt ein beliebtes Reiseziel auch von vielen Deutschen. Und das ist schön zu hören, dass eben das doch so einfach ist. Ja. Und das wollen wir auch ja morgen austesten, ob es in Deutschland dann genauso einfach ist. Ja. Ich bin gespannt. Ich denke, wie ist eure Strategie? Ich fahre ja so nur ganz hinter euch. Naja, eine Strategie wird natürlich nicht verraten, aber ich will eins verraten für alle Urlauber in Kroatien. Super Netzwerk, in Split kann man umsonst gerade laden und da gibt es 2 Schnellladesäulen, die sind auch gar nicht belegt. Das heißt, ab nach Kroatien mit dem Elektroauto. Ja. Ich finde, das ist eine ganz tolle Idee. Morgen fahren wir erst nach München. Genau, okay. Und dann vielleicht machen wir die Kurve weiter nach Kroatien und dann zeigst du mir ein paar nette Stellen. Dann biegen wir einfach ab. Ja, genau. Ach, lass die anderen noch essen, waren. Wir fahren weiter. Genau. Mit dem Elektroauto geht's. Genau. Ja, ich freue mich. Morgen dich auf der Strecke. Toi, toi, toi. Ja, na? Viel Erfolg. Ioniq 5. Gesund ankommen. Hebt einen Pudding für mich auf. Ihr seid eher da. Das wird schwierig. Liebe Pudding. Ja, auch. Drück mir die Daumen. Dankeschön. Danke nochmal. Dankeschön.